Heute möchte ich gerne ein bisschen über die Möglichkeiten und Herausforderungen, die wir in der Zulieferindustrie sehen für 5G. Ich kann einfach sagen, so in Continental, wir sind seit Jahren schon beschäftigt in der Entwicklung und der Recherche von Mobilfunkkommunikationen für unsere ADAS-Systeme, für unsere Telematics-Units und dann die Kommunikation mit den Sensoren und innerhalb des Autos und vom Auto zum Backend. Und dann für uns, Mobilfunk ist ein neueres Werkzeug, würde ich sagen, um unsere Mission von Zero Accidents zu erreichen. Deswegen die Entwicklung von einer neuen Mobilfunkgeneration 5G begrüßen wir sehr, weil vom Anfang die Anforderungen von der Zulieferindustrie und von der Automobilindustrie schon am berücksichtigt werden. Aber von heute bis 5G gibt es noch jede Menge Zeit und eine jede Menge Herausforderungen. Und deswegen haben wir uns gesetzt für einen hybriden Approach, wo wir die Hauptanwendung der Sicherheitsfunktionen mit dem WLAN-P-Standard für Sicherheitsanwendung benutzen und Mobilfunk für die Use Cases, die mit Komfort- und Effizienzanwendungen oder Long-Range-Use Cases nutzen. Und der Grund ist, im Moment die LTE-Netzwerk hat nicht genug Kapazität für alle die Anwendungen, die wir in Auto, insbesondere Safety-Anwendungen, implementieren möchten. Und dann haben sie die Kollegen von BMW und Ericsson zusammen eine Studie gemacht, wo sie gefunden haben, dass das derzeitige LTE-Netzwerk nicht genug Kapazität haben. Und deswegen die anderen Faktoren wie Latenz, Zuverlässigkeit etc. müssen auch adressiert werden. Das ist ein Roadmap von dem Car2Car-Konsortium. Ich muss auch sagen, die Car2Car-Konsortium-Kollegen sind nicht so begeistert, dass ich diese Roadmap benutze. Aber ich möchte nur das als Bild zeigen, wo ich persönlich 5G sehe. Und zwar in diesem Bereich, wo sind die kooperative Use Cases, wo ich persönlich denke, dass wir 5G anwenden können. Im Moment, viele von diesen kooperative Use Cases, der Hauptcharakteristik, sage ich, ist die Kurzlatenz und die hohe Zuverlässigkeit, die für die Applikation notwendig ist. Insgesamt, alle anderen Use Cases haben gemeinsame Anforderungen, und zwar für uns Verfügbarkeit ist kritisch. Die Abdeckung von dem Mobilfunknetzwerk sollte da sein, sonst einfach würde das nicht funktionieren. Zuverlässigkeit ist auch ebenfalls eine sehr wichtige Anforderung. Wir haben gehört von verschiedenen Kunden vom OEM, dass sie bis zu 5-9 Zuverlässigkeit brauchen. Robustheit, Cybersicherheit ist eigentlich ein Faktor, das vom Anfang berücksichtigt werden soll. Und letztlich, aber nicht, sagen wir, ganz wichtig auch, Bezahlbarkeit. Im Moment ist nicht eine technische Anforderung, aber wir haben gesehen, dass mit der derzeitigen Tarife, die die Kollegen von den Telco-Firmen anbieten, werden unsere Träume, unsere Mission und Vision von einem vollautomatisierten Auto nicht erreichbar, weil die Kosten werden zu hoch sein. Andere sehr wichtiger Punkt, das ist jetzt neu vom 5G und vom LTE-V, soll ich auch sagen, ist das Thema Functional Safety. Das ist bis heute nicht so sehr bekannt bei den Kollegen in der Telco-Industrie. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wann wir Mobilfunkkommunikation als Mittel für aktive Eingriffe in ein Auto nutzen möchten. Und das ist im Moment eine unserer großen Sorgen, dass eine spezielle Funktionsanalyse für die ganze Mobilfunknetzwerke durchgeführt werden soll. Im Moment die Telekommunikationsnetzwerke werden ein zusätzliches Element sein, das ist außerhalb der Kontrolle von den Autohersteller oder Zulieferer. Das gehört zu einem komplett anderes Unternehmen und deswegen müssen wir sicher sein, dass die Mobilfunknetzwerke und alle die Prozesse, die es dort gibt, sollen den Sicherheitsstandard ISO 26262 erfüllen. In dieser Richtung, wir sind ganz, ganz offen auch, dass wir zusammen mit den Kollegen von der Telco-Industrie Recherche und zu finden, was sollen die richtigen Maßnahmen, um zu garantieren, dass das Mobilfunknetzwerk zertifiziert ist. Was sollen die Herausforderungen, dass wir von 5G in den automobilen Anwendungen sehen? Das eine, das Spektrum. Im Moment ist eine ganz starke und
kritische Diskussion, welches Spektrum nutzen die Kollegen von der Telco-Industrie für die LTE-V zum Beispiel oder für 5G. Also viele von Ihnen wissen, so, die Automotivindustrie hat ein Spektrum allokiert in der 5,9 GHz-Band, das ist speziell für die WLAN-P-Format definiert ist, aber jetzt ist viele Bewegungen, um dieses Spektrum zu teilen mit der neuen LTE-V oder 5G-Technologie, und das müssen wir ganz, ganz kritisch diskutieren. Es werden auch natürlich Kosten vom zusätzlichen Rollout, also wir denken, 5G-Zelle werden kleiner und deswegen müssen wir mehr Zelle Rollout machen und deswegen Kosten sind auch höher. Die Kapazität habe ich schon erwähnt. Angleichung der Zyklen, wir wissen, die Automotive-Industrie-Entwicklungscycle sind langsamer als in der Telco-Industrie. Und das müssen wir auch zusammen mit den Kollegen so reden, wann können wir eine Technologie bereit haben, das passt zu der Entwicklungs- und der Autoindustrie. Geschäftsmodelle auch für Sicherheitsanwendungen mit Mobilfunkkommunikation sind nicht klar. Und natürlich müssen wir viele, viele Kooperationen mit den Telco-Kollegen auch machen und mit den Telekommunikation-Provider, nicht nur auch, sondern mit den Infrastrukturoperators in anderen Ländern, müssen wir auch mehrere Kooperationen haben. Ein paar Use Cases für Sie zu sehen, was wir sehen, was können wir mit Ad-Hoc-Kommunikation machen, was können wir mit Cellular-Kommunikation machen, via ein Backend, die das in der Mitte sitzen sind. Im Moment ein großes Thema für Diskussion, das können wir von beides machen, mit Ad-Hoc oder Cellular-Kommunikation, aber das wird natürlich abhängig von den Anbietern und von den Herstellern sein. So, Schlussforderungen von meiner Seite. So, wie gesagt, wir machen weiter mit einem hybriden Kommunikationskonzept, dass wir glauben, dass für Long-Range Communications die bessere Wahl ist die Mobilfunkkommunikation und für Short-Range im Moment mit dem WLAN-P Standard für Card-to-Card kommunizieren. Wir müssen zusammen mit den Telco-Kollegen die Anforderungen von der Automobilindustrie noch weiter diskutieren. Und sehr wichtig auch, dass die Automobilindustrie, unsere Lieferindustrie, müssen wir auch teilnehmen in den Standardisierungsdiskussionen vom LTE-V und 5G. Wir können das nicht alles zu den Telco-Kollegen lassen. Wir sind auch sicher, dass 5G hat das Potenzial, zu alle anderen Use Cases so zu ermöglichen. Aber wir müssen noch sicher sein, erst, dass 5G und LTE-V durch den ISO 26262 zertifiziert ist, bevor wir diese neue Übertragungsstandard nutzen können. Es ist notwendig auch, dass viele Field-Tests zusammen durchgeführt werden mit den Telco-Firmen, mit der Infrastrukturoperator. Und letztlich ganz, ganz wichtig, dass die Geschäftsmodelle für die V2X-Kommunikation noch nicht klar sind. Am Ende, wir denken, dass 5G wird ein sehr wichtiger Werkzeug für unsere Firma, um unsere Vision zum Zero-Accident zu erreichen. Vielen Dank. Sie haben ja in dem Vortrag schon sehr schön auf dem einen Chart diesen Unterschied zwischen den WLAN-Short-Range-Applikationen und den LTE oder künftig dann 5G-basierten Applikationen gezeigt und gesagt, eigentlich sind die schön aufgeteilt zwischen Applikationen, aber man hört schon da und dort aus der Branche auch ein bisschen Rivalität raus irgendwie. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das wirklich so klar getrennt oder gibt es da auch eine kritische Grauzone dazwischen? Ja, eigentlich eine Rivalität sollte nicht existieren, weil wir möchten, dass beide Technologien zusammenarbeiten, um mehr Sicherheit durch redundante Systeme zu erreichen, einfach zu sagen. Dann die Übertragungsstandards werden dann abhängig vom Use Cases und andere Parameter können definiert werden, zum Einsatz kommen. Functional Safety habe ich mitgenommen, ist ein ganz kritisches und wichtiges Thema, wo ich auch so verstehe, da ist ein bisschen ein Clash of Cultures. Also die Automobilindustrie, klar, kennt das und lebt das. Die Telcos werden damit mit doch sehr neuen Konzepten, neuen Anforderungen konfrontiert. Gibt es da schon Lösungsansätze? Ein wichtiger Schritt erst ist, die Telco-Kollegen durch unsere Experten in ISO 26262 zu schulen. Ne? Darüber hinaus muss eine komplette Analyse von den Mobilfunknetzwerken durchgeführt werden, um das Risikoniveau erst zu ermitteln und auf dieser Basis dann
die richtige Maßnahme zu definieren. So, das im Moment hat noch nicht passiert und wir hoffen, dass wir das zusammen machen können. Mhm. Ja, und jetzt habe ich den Experten für das Thema, was, glaube ich, in der Branche gerade alle am meisten umtreibt, hier auf der Bühne stehen. Vielleicht verraten Sie mir ja was. Es heißt ja immer so schön, die Geschäftsmodelle müssen noch gefunden werden. Das muss sich ja alles irgendwie auch mal bezahlen. Wie weit ist die Diskussion denn? Haben Sie schon ein spannendes Beispiel gehört, wie so ein toll funktionierendes Geschäftsmodell aussehen könnte? Ja, leider noch nicht. Ne? Im Moment, das ist einer der offenen Punkte, dass wir zusammen mit unseren Kollegen von der Telco-Industrie noch diskutieren müssen. Aber ich bin sicher, dass mit Kooperationen wir eine Win-Win-Modelle entwickeln können. So, im Moment leider ist nicht so weit. Dann drücke ich Ihnen mal Daumen für die Win-Win-Situation. Herr Dr. Gonser, herzlichen Dank.